Hallo und herzlich willkommen meine Ladies and Gentlemen. Heute wollen wir mal ein Review hier zu diesem Sindo 3D-Drucker machen. Genauer gesagt ist das der 3D-Vox 1 3D-Drucker. Und das ist hier die genaue Modellbezeichnung dieses Gerätes eben. Ich habe den jetzt ein ganzes Weilchen getestet. Der steht normalerweise hier da in diese Richtung neben meinem normalen Laserdrucker von Canon, ganz easy peasy halt eben. Und da passt er sich auch super ein. Kann ich auch gleich vielleicht noch mal ein Bild einblenden, wenn ihr möchtet. Und jetzt haben wir hier eben heute das Thema, dass wir das Ganze hier reviewen wollen. Das Unboxing, das habe ich ja schon mal gemacht. Das kann ich auch gerne noch mal unten in der Videobeschreibung verlinken, wenn ihr möchtet. Und jetzt erstmal so viel zur Vorarbeit, was ich jetzt gemacht habe, um das Ding hier so, sage ich mal, aufzubauen. Und zwar, wir haben hier einfach einmal, hier sieht man ein kleines schwarzes Kabel oder ein dickeres schwarzes Kabel, was ganz normal die Stromversorgung ist. Und dann sieht man hier hinten noch so ein orangenes Kabel. Das ist hier einfach, Internet. Das ist ein ganz einfaches LAN-Kabel, was ich hier hinten reingesteckt habe. Ich glaube, das Ding hat sogar eigentlich auch noch WLAN. Aber ich habe es jetzt hier einfach mit dem LAN-Kabel angeschlossen, weil das für mich einfach sinnvoller ist. Zum Thema Review an sich. Ich behandle natürlich hier auch wieder nur die Gesichtspunkte, die mir besonders hervorgestochen sind und die für mich persönlich wichtig sind. Sollte ich irgendwelche Dinge, die für euch wichtig sind, in diesem Review vergessen haben oder nicht erwähnt haben, wie gesagt, ihr habt immer die Möglichkeiten, euch noch andere Reviews anzugucken auf YouTube, und ihr habt natürlich die Möglichkeit, noch auf der Herstellerwebseite, die werde ich euch auch unten in der Videobeschreibung verlinken, weitere Produktdetails zu diesem 3D-Drucker herausfinden zu können. Und es ist halt hier, mein Kanal heißt ja Schimmer Media HD, ich behandle nur meine persönliche Meinung, und ja, zu der kommen wir jetzt einfach mal. Ich komme mal rum, hier nach vorne, und zwar, ich habe mir hier so einen kleinen Hocker noch vorbereitet, damit ich ein bisschen näher an euch dran bin. Ihr seht jetzt hier einmal zum Beispiel, kann ich das Ganze hier öffnen, hier kann ich es hier oben noch öffnen. Und warum habe ich das hier vorne, die Tür habt ihr ja am Anfang gesehen, war nicht ganz geschlossen, und zwar liegt das daran, weil hier aktuell eben eine Filamentspule, sieht man ja hier so, daneben steht, ist jetzt hier aktuell das Redline Filament mit der Farbe Rot, ja, ganz normal Rot. Übrigens, die ganzen Filamente und so weiter werde ich euch auch nochmal in der Videobeschreibung verlinken, genauso wie auch natürlich den 3D-Drucker selbst und auch, wenn ihr möchtet, die ganzen Thingiverse-Dateien, die ich jetzt hier halt eben auch selber ausgedruckt habe, weil da ist schon die ein oder andere coole Datei dabei. Und man hört schon so ein bisschen im Hintergrund, dass hier dieser 3D-Drucker jetzt halt eben läuft schon. Also man hört, dass da ein Lüfter schon bläst im Hintergrund, aber der ist eben sehr, sehr, sehr leise. Und man muss sich ja vorstellen, im Normalfall ist das hier eben nicht geöffnet, sondern geschlossen. Dann ist das natürlich noch wesentlich leiserer, weiß ich nicht. Und übrigens da auch nicht wundern, ne? Da müsste es ungefähr stehen, oder steht es nicht hier? Ne, ich meine, da müsste es stehen. Genau, da müsste in der Ecke stehen, Dauerwerbesendung wieder, weil ganz klar, es ist natürlich irgendwo ein Werbevideo für diesen 3D-Drucker halt eben, oder um diesen 3D-Drucker. Ob es jetzt für den 3D-Drucker ist, das könnt ihr anhand des Reviews natürlich dann noch selbst entscheiden. Aber es geht hier auf jeden Fall um diesen 3D-Vox 1 3D-Drucker in diesem Video. Und natürlich mache ich auch nebenbei Werbung halt logischerweise für das Filament und so weiter und so fort. Deswegen, ne, da in der Ecke Dauerwerbesendung wird die ganze Zeit durch eingeblendet bleiben. Nichtsdestotrotz werde ich aber hier meine freie Meinung sagen. Ich habe hier kein extra Geld oder sonst was dafür bekommen, dass ich hier irgendwie besonders positiv oder negativ über irgendwelche Produkte rede. Ihr hört meine freie Meinung über all das, was ihr hier seht. Und so, fangen wir einfach mal an. Lange Rede, kurzer Sinn. Und zwar habe ich jetzt hier aktuell ja, ist auch schon das erste Feature in Anführungszeichen, und zwar ist das hier Fremdfilament. Denn eigentlich, dafür muss ich jetzt mal kurz hier die Filamentzange holen,
Ja, eigentlich ist es nämlich hier so, dass ihr gar nicht einfach so out of the box, oder doch out of the box könnt ihr das schon machen, aber eigentlich ist es nicht so vorgesehen, dass man das Filament so nutzt, sondern ihr habt hier von Sindo eigentlich solche komischen Boxen hier mit dabei, die ich am Anfang wirklich sehr, sehr, sehr suspekt fand, aber mir erschließt sich auf jeden Fall so langsam der Nutzen hiervon, weil das Filament wird so gleichzeitig gut gelagert, ja, sodass dass da nicht irgendwie, also auf jeden Fall besser, wie wenn es einfach so offen dasteht. Und kann natürlich auch direkt von dieser Box, ne, man steckt das dann da rein, kann das direkt hier abgezogen werden, wie viel Filament das halt eben ist. Und dann hat man hier noch so einen kleinen Chip. Das ist übrigens bei jedem Filament, was ihr nachkauft, ist so ein Chip wieder mit dabei, den ihr dann hier einfach einsetzen könnt. Und somit weiß der 3D-Drucker direkt, welches Filament ist das, welche Druckeinstellungen sollte ich dafür am besten verwenden, Temperatur und so weiter und so fort. Und wahrscheinlich auch, wie viel Filament denn jetzt hier dann noch übrig ist. Ja? Und das ist auf jeden Fall schon mal irgendwo eine coole Sache. Vor allem, man macht dann einfach diese Kartusche da rein und braucht dann da hier nicht wieder irgendwas rumfrickeln, um das Filament einzuführen. So gesehen auf jeden Fall eine coole Sache. Ich zeige euch das auch mal ganz kurz. Und zwar haben wir hier so ein kleines Menü. Das seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht so genau, aber ich kann euch da gerne mal ein paar Fotos einfach von einblenden. Und zwar hat man hier dann den Menüpunkt Filament. Da kann ich jetzt so drauf drücken und dann kann ich jetzt hier in dem Fall auf Unload einfach mal klicken und klicke dann hier auf OK. Und dann seht ihr schon, der Druckkopf hier oben, der bewegt sich jetzt, fährt jetzt hier in die Mitte. Der Druckkopf wird jetzt hier eben aufgeheizt. Also das Hotend hier wird aufgeheizt. Ihr seht, die Temperatur wird jetzt auf 80 Grad optimiert. Ja, das Heizfeld wird hier auch ein bisschen warm. Ist jetzt, ja gut, die Betttemperatur ist jetzt bei 40%. Bei 49 Grad meine ich. So, und jetzt kriegen wir hier, das ist eben das Geile bei diesem 3D-Drucker. Und zwar, wir kriegen hier jetzt so ein paar Anzeigen, genau quasi ein Tutorial Schritt für Schritt, was müssen wir jetzt machen, um das Filament hier entfernen zu können. In dem Fall jetzt hier zum Beispiel Unload 1, ist quasi wirklich mit Bildern beschrieben, dass wir hier oben ist so eine kleine weiße Klammer, ja, das Ding hier, ja, ist jetzt ein bisschen unscharf. Ja, seht ihr vielleicht so ein bisschen, dieses Ding hier sollen wir quasi einmal entfernen. Dann drücken wir hier einmal auf OK. Ja, dann kriegen wir hier genau den nächsten Schritt. Wir sollen quasi das hier runterhalten. Also hier ist so ein schwarzes Pönöpelchen. Das haltet ihr runter und dann könnt ihr hier das Filament hier quasi einfach so rausziehen. Also diesen ganzen Schlauch rausziehen, wo das Filament durchläuft. Und dann soll man das hier so ein bisschen schräg abschneiden. Also vorne quasi von dem Filament, was da noch drin ist, soll man das Ganze schräg abschneiden mit einer Filamentzange vorzugsweise. Dann drückt man hier wieder auf OK. Und jetzt kriegen wir hier mitgeteilt, okay, jetzt soll das Ganze hier wieder reingesteckt werden bis zu dieser schwarzen Markierung. Und dann drücken wir einmal auf OK. Und dann kriegen wir hier auch noch mitgeteilt, wir sollen diesen Sicherungsstift, also dieses weiße Plastikteilchen, wieder unter dieses schwarze Dingeling schieben und dann seht ihr jetzt auch schon hier, kommt das Filament einfach raus. Ich wickel das hier einfach dann wieder auf die Spule auf. Dauert ein bisschen so, zack, da haben wir auch noch das letzte Stückchen und ja, dann kann ich jetzt hier einfach hergehen. Übrigens den Halter, das ist einfach hier von meinem anderen 3D-Drucker, der Halter. Und aber ich meine, da könnt ihr ja jeden Filamenthalter nehmen, den ihr wollt. Übrigens, warum ist diese Spule hier von Redline Filament daneben gestanden? Ja, warum stand die jetzt daneben und nicht hier da drin? Weil theoretisch, ne, ihr seht, das ist hier zu wenig Platz, weil man kennt das Problem. Redline Filament hat leider etwas, ja, breitere Spulen, die passen natürlich nicht hier rein, ist aber kein Problem. Auch wenn ihr breitere Spulen habt, könnt ihr euch einfach so einen Filamenthalter daneben stellen. Lasst dann hier vorne die Klappe einfach offen. Dadurch habt ihr keine Qualitätminimierung oder sonst was. Und ja, könnt das einfach so daneben machen. Macht dann hier quasi das Filament rein und könnt das Ganze somit dann auch mit Fremdfilament laden, was ja eine breitere Spule hat. Anders wäre es jetzt zum Beispiel, ich habe hier noch eine Spule von dem Anycubic-Filament hier zum Beispiel. Ja,
Das hier sind schmalere Spulen und die passen, na, mit ein bisschen Gefrickel, ja, passen die auch ganz einfach da rein. Und das Schöne ist, hier unten sind so zwei Rollen, das heißt, die werden auch perfekt geführt hier drin und können dann einfach dann komplett, kann geschlossen werden und kann gedruckt werden. Das werde ich euch noch zeigen, weil mit dem Filament drucken wir gleich auch noch was. Aber erstmal zum Thema, wie es eigentlich quasi gewollt ist. Ne, da soll man diese Dinger hier nehmen und da können wir auch hier einfach nochmal dann zurückklicken. Dann gehen wir hier auf Load Filament, ja, und dann steht jetzt hier Start Loading. Please make sure the filament guide und so weiter und so fort. Klicken wir einfach jetzt auf OK. Und genau, dann kann man hier das Filament einfach so reinstecken. Ja? Drücken wir jetzt hier nochmal auf OK. Ja? Ich mache es jetzt aber nicht ganz zu Ende, weil ich will das Filament ja jetzt nicht wirklich laden. Aber im Grunde genommen, so müsst ihr euch das dann vorstellen. Ja? Jetzt hört ihr auch mal, wie die Geräuschkulisse ist, wenn hier quasi die Klappen beide zu sind. Und so ist das eigentlich gedacht. Und in diese Spule selbst könnt ihr, das sind quasi diese Filamente hier, das ist jetzt hier zum Beispiel Sindo 3D-Vox 2X Series 3D-Printer Refill-Filament und dann steht hier an der Seite immer, welche Farbe das ist. Das wäre jetzt hier zum Beispiel Flex Red, also das ist die Verpackung hier von Flex Red, also flexibles Rot. Ich habe jetzt noch nie was mit flexiblem Filament gemacht, das habe ich auch hier noch nicht gemacht, weil ich will ja den 3D-Drucker reviewen und nicht irgendwie ein flexibles Filament-Review machen. Sindo hat mir noch dazu hier drei Filamente noch dabei zugeschickt. Ihr seht, die sind auch noch alle drei zu. Also außer das eine weiße Filament, was jetzt da auch in dieser Box noch drin ist. Mit dem habe ich hier auch das hier mal gedruckt. Das zeige ich euch gleich noch näher. Ja, habe ich dann quasi hier noch das schwarze Filament, dann das rote Filament und dann das gelbe Filament. Rot und gelb sind beides flexible Filamente. Damit werde ich mir eventuell mal so eine, ja, so eine Handyhülle oder sowas werde ich mir damit eventuell mal drucken. Wäre vielleicht mal gar keine schlechte Idee. Aber ja, ich habe natürlich jetzt in der Vergangenheit am meisten mit Redline-Filament hier diese ganzen Sachen mir ausgedruckt, weil, ja, weil ich damit halt einfach die besten Erfahrungen, die besten Ergebnisse erzielt habe. Und hier habe ich zum Beispiel, das fand ich ihm sehr, 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 sehr cool, habe ich mir einen Gengar ausgedruckt. Ja, ich zeige euch das mal so ein bisschen näher. Na komm, stell scharf. Ja, hier haben wir so einen Gengar. Das ist ein ziemlich, ich finde hier auch die Details, hoch, auch die Details, ohne Supportmaterial. Ja, nee, Quatsch, doch, das war mit Supportmaterial, genau. Hier wegen den Armen und so weiter. Habe ich jetzt auch nicht ganz abgeschliffen oder sowas. Aber nichtsdestotrotz finde ich sehr, sehr, sehr cool. Und das habe ich mit dem Glow-Filament von Redline-Filament gedruckt. Und das hat eben den Vorteil, wenn ich das jetzt hier so ins Licht halte, ja, ihr seht, da ist eine Lichtquelle, wenn ich das jetzt hier die ganze Zeit so ins Licht halte und jetzt hier das Licht im Studio ausmachen würde, dann würde man das eben, ja, leuchten sehen im Dunkeln. Das, ja, wenn ich jetzt, ja, so sieht man es auch schon ein bisschen, wenn man so ein bisschen dunkel macht. Das habe ich schon mal versucht in der Aufnahme vorher in der Kamera, ja, aufzunehmen, ist aber gar nicht so leicht. Ja, wenn ich es schaffe, werde ich euch mal eine kleine Aufnahme jetzt hier einblenden. So sieht man doch ganz gut, wie krass das leuchten kann hier. Es ist halt wirklich, hier seht ihr meine Hand zum Vergleich, es ist halt wirklich komplett dunkel eigentlich. Und das Ding leuchtet richtig nice. Ich versuche mal, wenn ich das Ganze so zu mir drehe. Ah, so seht ihr mich quasi gar nicht. Und hier, so seht ihr wenigstens das Leuchten. Und dann könnt, wahrscheinlich wird meine Brille ein bisschen spiegeln oder so. Also das Ding leuchtet schon richtig krass. Vor allem, warte, ich stelle es jetzt nochmal hier hin. Man erkennt sogar hier, na, muss man scharf stellen. Ja, gut, das Scharfstellen, das funktioniert hier natürlich im Dunkeln nicht so perfekt, leider. Aber man erkennt, wenn man genau hinguckt, sieht man hier sogar auch die Augen von den Gängern so. Aber das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Ne? Auch hinten drauf, so die Stacheln und so. Ja, das ist schon ziemlich krass am Leuchten. Hier nochmal jetzt so aus dem Hellen, dass ihr erstmal seht, hier, da stand das Ding eben auch am Anfang. Und jetzt mache ich einfach hier den Lichtschalter aus, damit ihr das so vielleicht mal besser vergleichen könnt. Und dann seht ihr, das Ding
leuchtet. Richtig krass. Das wäre quasi sozusagen das Gengar. Dann habe ich hier natürlich einmal auch mit diesem 3D-Drucker das hier ausgedruckt. Das ist hier einfach so eine... Ja, das habe ich in einem Stück so ausgedruckt. Das ist nicht irgendwie zusammengesetzt oder so. Eine kleine Zange, eine Greifzange. Da kann ich jetzt quasi hergehen. Kann jetzt hier zum Beispiel, wenn ich jetzt Bock drauf habe, mir hier diese Pfeife zum Beispiel, kann ich mir diese Pfeife einfach greifen und kann sie auch wieder loslassen, wenn ich möchte. Fand ich irgendwie ziemlich cool, weil man das so an einem Stück sich sozusagen drucken konnte und es direkt so beweglich ist, fand ich cool. Dann natürlich hier noch eine Pfeife habe ich mir ausgedruckt. Einfach auch eine coole Sache. Und dann natürlich hier meine Lieblingssachen. Diese Flexi-Rexis, diese Dinos, da habe ich auch noch hier hinten einen Rot. Den habe ich aber nicht mit dem Drucker ausgedruckt und die werden später auch noch in diesem Video nicht größere Rolle, aber sie werden später nochmal eine Rolle spielen. Und ich würde sagen, jetzt machen wir mal hier das nochmal hier raus, beziehungsweise hier erstmal Filament, Unlock. So, weil wenn man das nicht unlockt, kann man diese Spule hier nicht rausziehen. Will ich ja jetzt nicht verwenden, deswegen stelle ich die erstmal hier auf die Seite. Denn ich will ja jetzt hier ganz normal dieses Filament hier verwenden. Und weil ich jetzt halt eben was in Schwarz drucken möchte. So. Na komm schon. Weil schwarz passt meiner Meinung nach am besten. Ich mache das immer so, das erste Stück, was ich hier so hin und her kruschel, das schneide ich dann auch immer ab. Ich habe mir das jetzt auch angewöhnt, das so schräg abzuschneiden, weil das halt eben hier in diesem Tutorial so auch angegeben war. Dann gibt es hier übrigens eine kleine Einstellung, die ihr vorher noch machen müsst. Und zwar kann man das halt einstellen, dass man hier ein fremdes Filament überhaupt erst benutzen kann. Und da kann ich dann jetzt quasi hier einfach dann auf Load gehen, drücke dann hier wieder auf OK. Dann ist jetzt hier, wird gefragt, mit welcher Drucktemperatur möchte ich dieses Filament drucken. Ich bin immer ganz gut damit gefahren, diese Einstellung hier einfach standardmäßig PLA auf 200 Grad stehen zu lassen. Ne, ist halt das, was ich jetzt gemacht habe. Und dann kriegt man hier auch schon gezeigt, wo man das Filament einführen soll. Und zwar ist hier unten, ne, sieht man vielleicht, so ein kleiner Kopf, ja, und da muss ich quasi, da ist so, wie so eine Stange noch und über diese Stange muss das drüber. Das heißt, ich schiebe die Spule einfach mal hier unten rein, dann klicke ich hier einmal auf OK, damit beginnt der Zug und dann gebe ich das hier über diese Spule einfach so und das war's. Das war der gesamte Prozess des, ja, ihr seht jetzt auch, das dreht sich jetzt hier so ein bisschen. Das war im Grunde genommen der gesamte Prozess des Filamenteinfüllens. Der macht das jetzt hier oben in den Druckkopf automatisch quasi schon alles komplett rein. Mehr war es nicht. Also so einfach kann man hier das Filament einführen. Und dann hätte man quasi jetzt ein fremdes Filament drin. Und jetzt wäre natürlich, jetzt wird hier natürlich nochmal die Drucktemperatur wird hier nochmal optimiert. Also quasi das letzte Stück schiebt der quasi erst ab einer bestimmten Temperatur dann vor. Der heizt jetzt auf 200 Grad auf, ist jetzt aktuell bei 192, 193, 194, 195 und dann wahrscheinlich auch gleich bei 200. Dann können wir auch weitermachen. So. So, jetzt ist er bei 200 und jetzt sagt er hier Inserting Filament. Also jetzt schiebt er das Filament noch quasi das letzte Stückchen. Jetzt geht es auch ganz langsam nur noch. Sieht man hier gerade, wird nicht mehr so viel vorgeschoben. Ganz langsam nach vorne. Und da kommen wir jetzt dann auch schon direkt zum nächsten Feature, was ich richtig, richtig geil finde an diesem 3D-Drucker. Habt ihr jetzt gesehen? Habt ihr das gesehen? Dieses Ding, 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 dass der so ein paar Mal hin und her gefahren ist. Das zeige ich euch jetzt, warum das so geil ist. Und zwar hat man hier, hier an der Seite, ist so eine kleine Box drin, ja. Und da ist hier so ein Gumminippel, ja, hier ist so ein kleiner Gumminippel dran. Und hier innen drin seht ihr auch, wenn ich das jetzt mal so auskippe, ein paar Reste Filament. Ja. Und zwar ist das nämlich so an der Seite, quasi bevor der
anfängt zu drucken. Beim Anycubic habe ich das immer so machen müssen, dass ich da kurz vorher bin ich dann nochmal so dran mit einer Zange oder irgendwas und habe das dann so, damit halt die Nozzle sauber ist, halt so abgedingst. Und hier hat man dann so ein kleines Gummistückchen, wo der einfach ein paar Mal drüber rutscht. Und dann ist die Nozzle sauber und der kann halt anfangen super zu drucken. Der macht zwar trotzdem hier vorne auf dem Heizbett nochmal so einen Punkt, zieht hier so rüber und fängt dann erst an zu drucken. Aber doppelt gemoppelt hält besser, finde ich ziemlich nice. Also mache ich das da wieder so rein. Dann hat man natürlich hier auch eine Kamera, kommen wir später auch noch näher zu. Das heißt, ihr braucht hier nichts mit Octoprint oder sonst irgendwas zu machen, funktioniert komplett ohne. Und dann natürlich das... Leveln ist natürlich auch eine wichtige Sache, weil das Druckbett hier unten muss ja natürlich perfekt gerade sein, damit der gut drucken kann. Und da hat man hier die Möglichkeit auf Setting zu klicken und dann haben wir hier die Möglichkeit auf Bed Leveling zu klicken. If there is a printed object on the bed, please remove the object and press OK. Also er sagt uns jetzt hier natürlich auf Englisch, wenn hier ein gedrucktes Objekt auf dem Bett drauf liegt, dann sollen wir das bitte erst entfernen. Und wenn wir das entfernt haben, sollen wir auf OK drücken. Ist keins drin, also können wir einfach so auf OK drücken. Und jetzt wird das Ganze hier Preparing, Checking, also vorbereitet und Checking. Das heißt, er holt sich jetzt das Heizbett nach oben. Seht ihr, wie das langsam jetzt nach oben fährt? Und ja, checkt sozusagen automatisch alle wichtigen Punkte. Ja, also ihr kennt das ja von den anderen 3D-Druckern, dass ihr müsst quasi mit eurem Druckkopf einmal vorne links, vorne rechts, hinten links, hinten rechts an alle Punkte quasi hinfahren mit dem Druckkopf, um zu gucken, ja, passt da noch ein Blatt Papier oder irgendwas. Ne? Meistens habt ihr so eine Schablone oder irgendwas bei eurem 3D-Drucker dabei, was quasi den Maßstab vorgibt, wie jetzt der Abstand dazwischen halt eben sein soll. Jetzt fährt er erstmal ganz hoch. Jetzt fährt er wieder ein bisschen runter. So, fährt jetzt nach hinten. Und jetzt kommt der Druckkopf ins Spiel. Zack. Einmal rüber. Zack. Bis zum Anschlag. Aha. Da jetzt auch noch. Ah, guck mal an hier, wie genau der das macht. Der lässt sich dabei richtig Zeit. So, jetzt hier nochmal. Vorne, links in der Ecke. Da sieht man richtig auch, wie dieser Stift da rausfährt. Beziehungsweise, ne, warte mal, das bewegt sich das Heizbett oder der Stift? Ich glaube, das Heizbett hat sich bewegt. Das Heizbett bewegt sich dem Stift entgegen. Aber wirklich nur sehr, 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 sehr wenig. Das ist schon interessant. Ich habe da ehrlich gesagt noch nie so genau zugeguckt. The bed has been leveled successfully. Jetzt können wir hier auf OK drücken. Also jetzt hat er gesagt, okay, dass das Bett wurde erfolgreich gelevelt. Im Normalfall kann es halt auch eben sein, dass es nicht perfekt gelevelt ist. Dann sagt er euch, vorne links, vorne rechts, ihr seht ja diese Schrauben, sollt ihr eine halbe Umdrehung machen zum Beispiel oder so. Ne, dann macht er das, danach klickt ihr nochmal auf Bed Leveling und dann sollte alles perfekt sein. Und dann steht er in dem Fall auch wie bei mir jetzt, Bed Leveling successfully. Also Bett wurde erfolgreich gelevelt und ja, ich sage euch ganz ehrlich, dieses Bed Leveling, das habe ich jetzt zum dritten Mal insgesamt gemacht. Natürlich einmal, als ich den 3D-Drucker das erste Mal ja, benutzt habe, habe ich es einmal gemacht. Hat man, glaube ich, auch in dem Unboxing-Video gesehen. Dann irgendwann zwischendurch nochmal, weil ich einfach gucken wollte, ist es denn überhaupt noch gelevelt? Da war es noch gelevelt. Und jetzt halt hier eben zum dritten Mal und es ist immer noch gelevelt. Ja, hätte ich jetzt mir auch kaum anders vorstellen können, weil es ist halt eben hier alles so kompakt zusammengebaut. Und ja, das sei einfach richtig, richtig gut. Jetzt gehen wir hier einfach nochmal auf zurück. Und sind dann hier im Hauptmenü. Wie gesagt, Hauptmenü relativ easy. Print, Filament, Settings, Info. Alles so mit am Start. Hier sind übrigens noch ein paar andere Sachen, die ich auch noch gedruckt habe. Hier zum Beispiel so ein paar Lego-Steine habe ich ein bisschen was mitgebaut. Ja.
Und hier natürlich mein, ja, das war der erste Kopfhörerhalter, den ich gedruckt habe, hier in diesem, auch von Redline Filament, dieses Bronze-Gold war das hier gewesen, ziemlich coole Farbe auch. Und das hier war eben das Filament, was hier ganz am Anfang von Sindo hier direkt mit dabei war. Seht ihr jetzt hier so auch von der Druckqualität, ja, ist halt ganz normales weißes Filament. Hier steht halt Sindo noch so drauf. Ja, hier kann man auch vielleicht so ein bisschen die Druckqualität dieses 3D-Druckers ja, sehen. Ist jetzt hier halt eben so ein Smartphone-Halter. Also im Grunde genommen kann ich jetzt hierher gehen und kann, guck mal hier, 1000 Nachrichten wiederbekommen, kann hier mein Smartphone so oder so, oder so hier quasi einfach reinstellen oder legen. Und dann, ja, habe ich da so meinen Halter. Das war quasi so das erste Testobjekt, was hier, glaube ich, auch schon direkt mit dabei war. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir einfach mal her und schauen nochmal auf der Webseite von Sindo. Und zwar seht ihr ja hier, sind wir auf der Webseite, sehen wir auch direkt auf der Seite vom 3D-Vox 1. Und zwar seht ihr hier auch noch Drivers and Utilities, Supplies und Where to Buy. Gehen wir mal auf Driver and Utilities, da könnt ihr hier sehen, habt ihr ein bisschen Software, was ihr euch hier runterladen könnt. Zum Beispiel hier die 3D-Vox Desktop-Software, da gehe ich auch gleich noch ein bisschen weiter drauf ein. Die habe ich nämlich hier unten auch, 3D-Vox Desktop, und genau die verwende ich auch zum Drucken. Dann haben wir hier natürlich noch ein Manual, also eine Bedienungsanleitung, einmal für den DP200 und für den DP201 und für den 2X haben wir hier quasi noch ein Manual, und hier oben ist auch noch Manual, SolidWorks und so weiter und so fort. Also verschiedene Downloads halt eben, dann noch Supplies, da können wir reinschauen. Hier seht ihr dann auch natürlich noch das ganze Filament, was ihr kaufen könnt. Wir haben hier Unterstützung für PLA, ABS, ja, hier wieder ABS, also PLA und ABS wird hier scheinbar unterstützt. Und ja, dann können wir hier natürlich weiter runter scrollen, könnt ihr halt auch hier sehen, Open Source Filament. Das ist im Grunde genommen das, was ich auch eben schon gesagt habe. Ihr könnt hier halt eben sämtliche Filamente einfüllen. Quasi entweder, dass die Spule in diese Box dann noch mit reinkommt, oder ihr macht euch einen Filamenthalter daneben, sodass ihr das so schräg reinmachen könnt, wie ihr das am Anfang gesehen habt. Oder. Dann natürlich richtig coole Sache, das zeige ich auch gleich nochmal. Wir haben hier so ein flexibles Bett, ein flexibles Heizbett. Das kann man auch rausnehmen und dann sich quasi das so ein bisschen, ja, so ein bisschen biegen, und dann löst sich das Druckobjekt von alleine, was ich sehr, sehr, sehr cool finde. Wir haben hier einen HEPA-Filter hier hinten noch mit drin in dem 3D-Drucker, den wir quasi auch austauschen können. Hier seht ihr den auch nochmal. Der ja, sorgt dafür eben, dass die Luft hier gefiltert wird nochmal, die aus dem 3D-Drucker rauskommt. Und dann haben wir hier Enjoy the Silence. Also natürlich, das Ding ist, also wirklich, ich habe ja schon ein paar 3D-Drucker mittlerweile getestet. Zu anderen kommt auch noch ein Video. Aber das ist wirklich mit Abstand der leiseste 3D-Drucker, den ich jemals hier im Haus hatte. Ja, wirklich, ich hatte noch niemals einen, der wirklich lautloser war als das Ding. Vor allem, wenn wirklich ich jetzt Filament habe, was jetzt hier innen drin ist, und ich wirklich alles geschlossen habe, dann, also wirklich richtig leise. Und hier seht ihr natürlich auch nochmal hier Fully Automated Loading, also wirklich das Filament wird komplett automatisch geladen. Ihr habt es aber auch gerade selber gesehen, das ist richtig easy, auch vor allem hier mit diesen Boxen, kann aber auch ganz normal. Dann habt ihr hier natürlich eine App mit dabei, die zeige ich euch gleich auch nochmal ein bisschen näher. Hier seht ihr nochmal das Bed Leveling, so sieht das dann quasi aus. Hier 0,1 Turns in die Richtung kriegt ihr immer angezeigt, mit den Pfeilen, in welche Richtung sollt ihr das drehen. Dann dreht ihr das halt einfach, macht danach nochmal das Bed Leveling, und wenn es dann successfully ist, dann ist alles gut. Wenn ihr zu weit gedreht habt, kriegt ihr das auch mitgeteilt, dann müsst ihr quasi wieder in die andere Richtung drehen. Und hier haben wir nochmal so ein paar Spezifikationen, worauf ich jetzt nicht genauer eingehen werde. Das sind halt eben Informationen, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch selber durchlesen. Hier sehen wir auch übrigens noch, wir haben PLA, ABS, ASA, PETG etc. pp. Ja, verschiedene Filamente, die halt hier eben unterstützt werden. Hier habe ich das Ding nochmal verlinkt, beziehungsweise den 3D-Vox 1, so wie er jetzt hier steht, könnt ihr aktuell noch nicht bei Amazon kaufen, das kommt noch. Aber hier aktuell seht ihr hier nur den 3D-Vox DP200, das ist aber ja relativ vergleichbares Modell. Ihr seht es ja hier auch schon von den Bildern, sehr, sehr, sehr ähnlich aufgebaut. Und das ist halt hier eben der DP200, und wie gesagt, den kann man dann auch
sich bald synchronisieren. Sobald ich natürlich einen direkten Link zu diesem Gerät hier finde, werde ich euch natürlich auch dieses Gerät sofort verlinken. Genau, dann, genau das wollte ich euch nochmal zeigen. Ach so, genau, und was natürlich auch noch sehr, sehr, sehr cool ist, wenn ihr Testobjekte zum Drucken braucht, ihr habt hier auf der Webseite oben noch den Bereich 3D Gallery, da könnt ihr draufklicken, ich habe erstmal einen separaten Tab aufgemacht, und dann bekommt ihr hier verschiedene 3D Objekte, die ihr euch einfach hier auf der Webseite herunterladen könnt. Jetzt hier zum Beispiel so ein Bike-iPhone-Halter, ja, kann ich jetzt hier einfach auf Download klicken und kann hier natürlich dann mir auch noch so ein paar Bilder angucken. Also relativ easy aufgebaut, so ähnlich wie Thingiverse, wo wir jetzt eben zukommen. Genau, ich habe mir nämlich dann hier auf Thingiverse mal eine Datei rausgesucht und zwar dieses Star Wars Logo fand ich hier ziemlich cool. Lassen wir auch gerade nochmal ein Like da und klicken es in unsere Collection rein und klicken hier einmal auf Download. Nein, dieses Mal, wo wir den Designer nicht tippen. Dann mache ich das hier mal ein bisschen kleiner, wollte ich es eigentlich machen, nicht größer, egal. So. Und dann ziehe ich mir das hier mal auf den Desktop einfach drauf. Mach mal hier entpacken. So, das brauchen wir nicht mehr. Jetzt haben wir hier dann das Star Wars Logo einmal. Ich ziehe mir das mal ganz kurz hier auf dem Bildschirm weiter nach rechts, weil hier habe ich mir jetzt schon auch das Programm installiert. Funktioniert übrigens für macOS genauso wie für Windows gibt es diese Software. Und zwar 3DVox Desktop. Gibt es jetzt hier eine neuere Version? Ja, brauche ich jetzt mal nicht installieren. Bin jetzt hier auf dieser Version, die ich damals hier halt eben runtergeladen habe. Solange sie noch funktioniert, warum soll ich ein Update machen? Ich bin da immer so, never change a running system. Aber wie ihr das macht, das könnt ihr natürlich für euch selbst entscheiden. Nur nicht, dass ihr euch wundert, ich habe hier drei Monitore. Deswegen hier, ne, das ist quasi einfach hier ein Monitor weiter nach rechts. Dann haben wir hier quasi einmal das Standard. Ja, ich würde einfach hier sagen, was haben wir hier? Star Wars Logo, More Support Standard, was? Ich ziehe es mir einfach mal kurz rein. Ah, das war schon relativ klein, ne, oder? Ich hätte jetzt echt gedacht, das wäre eigentlich größer. Aber gut, ich kann mir das ja letzten Endes so groß machen, wie ich das will. Jetzt habe ich es mir ein bisschen verschoben. Ich würde sagen, ich mache mir das einfach mal ein bisschen größer. Oder beziehungsweise ja, für More Support Standard. Warte mal, machen wir es nochmal weg. Ich glaube, das hier könnte es eventuell. Ja, das reicht eigentlich. Und das ziehe ich mir aber dennoch Maßstab einfach mal ein bisschen größer. Oh, ich denke mal, so sollte das okay sein. So haben wir es auch gerade, genau. Hier seht ihr immer hier vorne diese Kante. Das ist quasi das, wo ihr das Ganze rausholen könnt. Und dann seht ihr hier, das wird quasi einfach so flach gedruckt. Hier vorne dann noch so nach oben, dann habt ihr dann so eine kleine Stehfigur. Wir können es einmal ganz kurz slicen lassen. Dafür klicke ich einmal hier drauf. Ihr seht, 13 Minuten würde das jetzt ungefähr dauern. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich ungefähr ähnlich lange noch reden werde, wenn nicht sogar noch länger. Und das Schöne ist, ihr könnt hier an der Seite dann auch auf Settings klicken. Aktuell seht ihr hier, habe ich alle möglichen Einstellungen, die ich hier machen kann. Also wirklich die Standardeinstellungen, wo ich jetzt hier auch Temperatur 195 Grad und so weiter eingestellt habe. Das war noch von meinem letzten Druck. Und zwar kann ich jetzt aber hier auch hergehen. Ist jetzt bei Mac immer ein bisschen anders. Ich mache hier gerade mal das aufs Minus. Das ist bei Mac immer ein bisschen anders. Da habt ihr nicht in dem Fenster hier die weiteren Fenster, also die weiteren Auswahlmöglichkeiten vom Menü, sondern das ist hier bei Mac getrennt. Das habt ihr hier oben. Und zwar kann ich jetzt hier auf Einstellungen gehen, oder nee, hier Modus, genau, auf Modus gehen und kann hier auf einfacher Modus klicken. Möchten Sie zum einfachen Modus wechseln? Ja, möchte ich. Okay, das Ganze bestätigen. Und jetzt klicken wir nochmal auf Settings. Und jetzt seht ihr, öffnet sich ein anderes Fenster. Weil ich jetzt im einfachen Modus bin und demnach hier, das ist am Anfang auch eingestellt, der einfache Modus, eben für die 3D-Druck-Anfänger, die sich noch nicht mit Drucktemperatur, Filament oder mit Supportmaterial oder mit all diesen ganzen Parametern eben noch nicht auskennen, die können hier ganz simpel einfach sagen, okay, welches Filament habe ich? Habe ich PLA oder habe ich ABS? Dann kann ich hier schnelle Geschwindigkeit, niedrige Druckqualität, Standardgeschwindigkeit, mittlere Druckqualität, leise Geschwindigkeit, mittlere Druckqualität, also ich kann auch besonders leise drucken oder langsame Geschwindigkeit, hohe Druckqualität.
Standard würde ich sagen, kann man hier eigentlich immer ganz gut ausgewählt lassen. Wobei ich sagen würde, wir machen jetzt hier mal schnelle Geschwindigkeit, weil wir wollen ja mal gucken, wie sieht denn die Qualität, die Druckqualität aus, wenn der wirklich jetzt hier, also in der Standardeinstellung, schnell hier drüber rutscht. Ja? Klicken das Ganze hier einmal mit Übernehmen, dann haben wir hier natürlich noch die Möglichkeit, Erstellungsort, ja, wollen wir jetzt quasi jetzt hier eine Stütze haben. Ne, wir wollen die nicht verwenden, weil wir brauchen hier keine Stütze. Das kann man ohne Supportmaterial drucken und klicken hier einmal auf Bestätigen. Und genau, dann haben wir hier quasi das Objekt so liegen hier. Und jetzt ist eben das Coole, ich kann jetzt hier einfach auf Print klicken und dann seht ihr jetzt auch schon, da müsste jetzt im 3D-Drucker das Licht angegangen sein und ihr seht ja auch das Kamerabild. Ja, ich halte mal meine Hand hier kurz rein. Seht ihr das? Da seht ihr meine Hand auch im 3D-Drucker hier direkt drin. Und das ist halt eben hier das Coole. Wir haben hier eine Kamera mit am Start. Ihr habt gesehen, das Bild ist jetzt nicht ultra flüssig, aber dafür ist es auch gar nicht da, jetzt um irgendwie Timelapses zu machen oder sonst was, sondern um euren Druck immer ja, im Blick haben zu können. Ne? Und hier könnt ihr auch nochmal gucken, hier befindet sich ein Objekt auf dem Heizbett und so weiter. Entfernen Sie das. Na, natürlich, wenn da jetzt was drin ist, solltet ihr das erst rausmachen, bevor ihr was Neues druckt. Wir klicken jetzt hier einfach auf Drucken. G-Code wird übermittelt, die Datei wurde gesendet und so weiter und so fort. Kann jetzt hier auf Bestätigen klicken. Ich gehe aber mal wieder nach da vorne, um noch ein paar weitere Details zu dem 3D-Drucker auszuspucken. So, ihr seht es nämlich schon, der ist jetzt hier auch schon am Drucken. Man sieht jetzt hier quasi so die ersten Linien, die er hier eben jetzt macht von dem Logo. Und jetzt haben wir hier natürlich dann noch die App. Muss man gerade schauen, ich glaube unter Smart Home habe ich mir die reingetan. Genau, hier haben wir sie. 3D Vox Monitor, die habe ich mir einmal installiert. Ihr seht, ich habe jetzt hier zwei IP-Adressen, weil ich habe in der Zwischenzeit auch meinen Router ausgetauscht. Dementsprechend, ja, einen könnte ich hier eigentlich rauslöschen. Ich glaube, die 152 ist die, ich glaube, es war die 130. Ja, klicken wir mal auf die 30, nicht 130. So, und jetzt sehen wir hier 14% kriegen wir hier angezeigt. Also zu 14% wurde das Druckobjekt jetzt hier quasi schon gedruckt. Und wir sehen natürlich jetzt hier 43 Minuten soll das Ganze hier noch dauern. Kriegen hier unten natürlich auch angezeigt, Nozzle ist jetzt aktuell bei 199 Grad Celsius. Und wir haben hier eine Heizbetttemperatur von 16 Grad Celsius. Ja, 43 Minuten und ihr seht, es ist halt nicht das flüssigste Bild. Ja, aber man kann eigentlich sehen, so ist alles mit dem Druck in Ordnung, ist er noch am Drucken, ist er nicht mehr am Drucken und natürlich durch die Fortschrittsanzeige kriegt ihr auch angezeigt, wie weit ist denn das Ganze jetzt. Ja, das finde ich eigentlich schon ziemlich cool. So kann man dann quasi ja, den Druck einmal per ja, interne Netzwerk einfach da drauf schieben. Ihr könnt aber hier vorne, seht ihr auch, ist ein USB-Stick, also so ein USB-Anschluss. Da könnt ihr einfach auch so einen USB-Stick reinmachen, wie wir es ja am Anfang getan haben. Ich habe jetzt hier auch noch den USB-Stick da. Da ist nämlich hier dieser Sindo USB-Stick in diesem coolen Bambus-Design. Der war im Paket schon mit dabei, was ich sehr, 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 sehr cool finde. Und da kann man so halt einfach drucken, von dem USB-Stick halt eben auch aus, wenn man das möchte. Und ja, ich finde das halt hier auch schon ziemlich cool. Hier unten steht auch noch Star Wars Logo Standard. Also man kriegt auch noch den Namen eingeblendet von dem, was man gerade am Drucken ist. Und ja, qualitativ zeige ich euch jetzt einfach nochmal die anderen Drucke etwas näher, sodass ihr da mal genauer nachschauen könnt. Zum Beispiel hier diesen Druck, ja, habe ich ja auch hier mit dem Sindo 3D-Drucker ausgedruckt. Mit dem Neon-Gelb-Redline-Filament. Hier einfach hammer, hammer cool. Einige von euch haben das bestimmt auch schon auf Instagram gesehen. Wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, hier unten natürlich jetzt der Link einmal zu Instagram. Da könnt ihr auch genau das hier nochmal ja, euch anschauen, weil da war ich schon damals so mega krass von begeistert, ja, dass man das einfach so in einem Stück drucken kann. Richtig coole Sache. Was ein bisschen verkackt hat, muss ich ganz klar sagen, die Legos hier sind nicht, ne, scharf, die Legos hier sind nicht perfekt. Ja, also hier sehen wir natürlich ein paar unschöne Feinheiten, aber ich verlinke euch die Thingiverse-Datei. Da war auch ein Modell dabei, ihr seht es nämlich hier genau, wenn wir genau hinschauen, die sind zu oben, die Köpfe. Da war auch ein Modell dabei, wo oben die Köpfe rund, also einfach quasi, ja, rund sind die hier auch, aber wo die halt eben ein Loch sozusagen in der Mitte haben.
Und dann soll das wohl ein bisschen besser funktionieren. Also ich konnte hiermit was bauen mäßig, ja. Das hat schon funktioniert, aber es hätte halt eben wesentlich besser sein können von der Qualität. Und jetzt, ne, weil ich will ja ein bisschen jetzt auf die Druckqualität von dem 3D-Drucker eingehen. Und jetzt haben wir hier zwei Dinos, ja. Einmal den blauen Dino und einmal den roten Dino. Wenn ich die euch jetzt so zeige, ja, einmal so vom Kopf her sieht man die auch hier so, ne. Sind jetzt halt eben zwei verschiedene Farben, deswegen ist es vielleicht ein bisschen blöd zu vergleichen, aber ja, den roten hier, den habe ich mit meinem Anycubic 3D-Drucker gedruckt und den blauen hier habe ich mit dem Sindo 3D-Drucker gedruckt. Ja, die haben beide die gleiche Größe, alles genau gleich, alles schön, aber ich muss ganz klar sagen, Leute, von der Druckqualität, ich meine, ich bin jetzt auch kein Profi oder so, aber von der Druckqualität erkenne ich hier keinen Unterschied. Der 3D-Drucker ist etwas teurer, der 3D-Drucker ist leiser, also man hört ihn nicht so sehr, aber ich würde sagen, die Druckqualität, die ist nicht sonderlich viel besser, ja, oder gleich, ja. Also wenn man, sage ich mal, einfach einen 3D-Drucker haben möchte, um einfach nur um 3D-drucken zu können, dann kann man sich theoretisch auch einen anderen 3D-Drucker holen und muss nicht so viel Geld ausgeben. Wenn man aber es für wichtig erachtet, dass da so ein HEPA-Filter drin ist, dass die Kamera direkt mit dabei ist, ne, weil wir müssen jetzt hier auch kein Octoprint oder irgendwas dran machen, damit wir von der Handy, von der Handy-App das hier überwachen können und sowas. Das ist quasi hier alles, es ist halt ein Gesamtpaket. Ja, es ist vieles schon mit dabei und man, wenn man sich überlegt, ne, bei einem anderen 3D-Drucker müsste man sich ja auch noch eine extra Kamera holen, eine Webcam oder was weiß ich, einen Raspberry Pi, wo ihr dann Octoprint drauf installieren könnt, eine SD-Karte, nochmal ein zusätzliches Netzteil und dies und das und jenes. Es ist viel gebastelt, letzten Endes kann man so vielleicht den ein oder anderen Euro sparen natürlich. Hier zahlt man aber eben für ein gesamtkomplettes Paket und hat halt eben die Kamera schon mit dabei, man hat den HEPA-Filter schon mit dabei, man hat diesen, dieses Filament-Ding an der Seite dabei, wo man halt eben, ja, wo das abgedingst wird nochmal so, dass also abgestriffen wird die Nozzle, was ich cool finde. Man hat hier diese Dinger, also diese Türen, die man zumachen kann. Ne? Jetzt hört man auch nochmal, ja, den klaren Vorteil von diesem 3D-Drucker, er ist leise. Ja, das ist ein 3D-Drucker, ein Desktop-3D-Drucker. Den könnt ihr euch, so wie er jetzt hier steht, zu Hause auf dem Schreibtisch stellen. Und der ist leise. Ihr könnt da irgendwas vor sich hin 3D-drucken lassen. Ja, das Ding macht nicht... Ich glaube, mein anderer Drucker, hier mein normaler Laserjet, also hier dieser Canon Laserdrucker, der ist lauter. Ich mach mal hier nebenbei, kann ich immer so einen Testdruck oder so? Mal gucken. Kann ich hier irgendwie so einen Testdruck einleiten? Ich mach mal hier einfach irgendwie so irgendwas auf oder so, dass der einfach mal irgendwelche Geräusche macht. Tu mal so, als hätte ich jetzt die... So, ich habe jetzt einfach mal so getan, als hätte ich die Farbe ausgetauscht. So, jetzt werkelt der da im Hintergrund. Also ich würde sagen, das Ding ist lauter. Hört ihr das? Wenn er jetzt die Rollen da angehen und so. Ja, also mein normaler Laser-3D-Drucker ist lauter als dieser 3D-Drucker hier, während er druckt. Ja, und das ist einfach wirklich der absolut größte Vorteil meiner Meinung nach an diesem Ding. Und natürlich halt auch klar, dass das Filament hier leichter eingeführt wird. Also ihr habt viele kleine Vorteile einfach, die dieses Produkt, diesen 3D-Drucker so besonders machen. Und ich bin ganz ehrlich zu euch, Leute. Ich habe zwar hier noch die zwei anderen 3D-Drucker stehen und ich habe auch noch mittlerweile ein paar weitere 3D-Drucker, die jetzt hier hinter der Kamera stehen und auch noch drüben in dem... Ja, da habe ich jetzt auch ein kleines Plätzchen bekommen. Da stehen auch noch mal ein paar 3D-Drucker, beziehungsweise einer. Und ich sage euch ganz ehrlich, das Ding ist das, was ich aktuell am meisten benutze. Ja? Sindo hat mir diesen 3D-Drucker freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Dementsprechend habe ich jetzt die Möglichkeit, diesen 3D-Drucker halt auch zu nutzen. Aber, ja, wie gesagt, ich nutze ihn jetzt natürlich am meisten. Aber ob der Preis für euch gerechtfertigt ist, das muss jeder von euch selbst entscheiden. Ich habe euch das Produkt mal unten in der Videobeschreibung auf jeden Fall verlinkt. Und ich würde sagen, wir warten jetzt noch mal ganz kurz, bis er hier fertig ist mit diesem Druck. Und
Ja, dann sehen wir uns wieder, wenn er das hier fertig gedruckt hat. So Leute, ja, der Druck ist fertig. Ihr seht es jetzt hier noch hinten, ihr hört da noch ein bisschen, dass er noch ein bisschen nachpustet, weil hier steht noch Bed Lowering, do not touch the bed or the output until the bed has cooled down, cooled down. Be careful when you press the cancel button und so weiter und so fort, weil hier steht nämlich, dass das Heizbett jetzt aktuell noch 50 Grad hat. Ich klicke jetzt hier aber trotzdem auf Cancel und dann seht ihr auch, wird das Ganze sich hier nach vorne bewegen. Genau, und jetzt piept er auch ein paar Mal. Jetzt klicke ich hier einfach auf OK. Und ich werde ja auch den 3D-Drucker an dieser Stelle einfach ausschalten, indem ich hier lange drauf drücke. So, jetzt ist er auch einfach aus. Und genau, jetzt haben wir hier unser Druckobjekt. Wenn man jetzt hier so dran fasst, es ist noch warm. Da müsst ihr jetzt natürlich immer, das muss jeder selber machen, so wie er das für richtig hält. Ich mache es einfach trotzdem. Ich nehme das jetzt hier so raus. Und das ist halt eben das Schöne. Ihr könnt es hier, diese Druckplatte, einfach abnehmen. Das ist magnetisch. Hier habt ihr quasi einen komplett flächigen Magneten und könnt dieses Ding hier komplett abnehmen. Und jetzt sehen wir das hier auch schon ganz schön. Hier ist quasi so das Star Wars Logo jetzt im Grunde genommen hier so drauf gedruckt. Und meistens funktioniert das natürlich besser, wenn ihr das abkühlen lässt. Was heißt meistens? Immer. Es funktioniert natürlich besser, wenn ihr diese Platte hier einfach kalt werden lasst. Ich probiere es jetzt aber auch einfach mal so, indem ich quasi einfach hier, ihr seht es, ich biege das einfach so ein bisschen leicht und wenn man genau hinhört, ja, hört man da auch so ein leichtes Knacksen. Natürlich, wenn das jetzt, wie gesagt, noch warm ist, dann funktioniert das nicht ganz so gut, weil sich das Plastik, das PLA, jetzt halt eben noch ein bisschen mitbiegt und gegebenenfalls auch verformt. Also es kann unter Umständen sein, dass ihr das dann am Ende nicht mehr so richtig hinstellen könnt, wenn das jetzt halt eben etwas zum Hinstellen ist zum Beispiel. Oder generell, dass sich euer Druckobjekt dadurch ein bisschen verformt. Wenn ihr allerdings wartet, bis das kalt ist, dann in der Regel nicht und dann geht es auch schneller ab. Also dann macht ihr im Grunde genommen einmal so und dann fällt das schon fast runter. Und wir haben aber auch von Sindo hier eine Spachtel mit dabei. Das wäre dieser hier in dem Fall. Da kann ich jetzt auch einfach mal so hergehen, wenn ich jetzt hier irgendwo schon mal, sagen wir mal, ein bisschen drunter gekommen bin, dann kann ich da jetzt auch nochmal so drunter gehen und kann so hier den Rest auch ablösen. Na, so von der einen Seite. Machen wir den Rest von der anderen Seite. So. Weil da kommt nämlich jetzt noch was hinzu. Aha, seht ihr, jetzt haben wir es einmal ab. Spachtel, ja gut, lass ich mal hier liegen. Und die, das ist im Grunde genommen die Druckplatte. Ihr seht ja auf der einen Seite einfach so eine Metallfläche und auf der anderen Seite ja hier so eine schöne Oberfläche halt einfach. Und dann könnt ihr, wenn ihr das wieder reinmachen wollt, einfach hier hinten ist wie so eine Arretierung, macht ihr quasi erst so hinten und dann, ja, lasst ihr das quasi einfach so runterfallen, so ein bisschen geführt mit euren Händen, damit das quasi wieder genau gerade hier drauf liegt. Und dann haben wir hier unser Druckobjekt. Und das ist nämlich hier eben der springende Punkt. Wenn ihr diese Standardeinstellungen drin lasst, ja, also dieses quasi auf dem einfachen Druck-Dings, dann wird hier immer noch so eine Fläche gedruckt. Das ist eigentlich im Druckobjekt so nicht drin gewesen. Ihr seht es jetzt hier so vielleicht, ne, dass das hinten so eine Fläche erst gedruckt wurde und auf diese Fläche drauf wurde das Ganze drauf gedruckt. Das ist natürlich hier bei sowas Filigranem eigentlich nicht zu empfehlen. Deswegen, ja gut, hätte ich früher drüber nachdenken müssen. Aber jetzt ist es eben so, jetzt müsst ihr ja hier eben ganz vorsichtig versuchen, das davon zu lösen. Das kann unter Umständen ziemlich schwierig sein. Ich probiere es aber trotzdem mal. So, ich habe es jetzt geschafft, hier die Rückseite abzulösen. Es ist jetzt aber nicht ganz so sauber gelungen, deswegen habe ich in der Zwischenzeit hier nochmal kurz das Ganze ausgedruckt und zwar ohne diese Unterstützung unten, also auf der hinteren Seite. Jetzt muss ich nur eben gucken, es ist wie gesagt immer noch warm und versuche es jetzt wieder so warm wie es ist jetzt hier abzulösen. Diesmal aber ein bisschen vorsichtiger. Aha! Easy peasy, so einfach geht das ab. Übrigens empfiehlt sich ab und zu,
diese Druckplattform, ne, wo drauf ihr druckt, ab und zu mal hier mit Isopropanol zu reinigen. Das ist jetzt hier 99,9%iges Isopropanol. Einfach dazu so ein Küchenpapier, weißt du, ein bisschen raues Küchenpapier einfach nehmen, dann einfach ein bisschen da drauf machen und dann hier einfach mal kurz einmal drüber wischen, so damit ihr quasi ja, das einmal sauber bekommt. Und ja, hier sind jetzt natürlich, ist noch ein bisschen Stringing. Ich habe natürlich jetzt auch das Ganze ganz, ganz schnell gedruckt. Ja, ich werde das jetzt hier mal so ein bisschen entfernen. So kann sich das, denke ich, mal sehen lassen. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Und zwar, das ist das, was ich jetzt erstes ausgedruckt habe. Ja, so könnt ihr das sehen. Da ist das A, da fehlt ein bisschen was, weil es, ich musste natürlich im Hintergrund dieses Ding da, diese Platte abmachen. Da ist mir ein bisschen was kaputt gegangen. Aber auch das kann stehen, wenn ich das jetzt hier einfach mal so hinstelle. Na, hier ist natürlich ein bisschen rutschig, aber ihr seht, da oben steht es jetzt drauf. Und das ist das zweite, was ich jetzt eben ausgedruckt habe. Das ist natürlich wesentlich besser. Ja? Da haben wir wirklich, ist jetzt halt eben was sehr filigranes, kleines, dünnes. Ihr seht, wie dünn das hier ist. Und unten auch hier die, der Ständer, wo drauf das Ganze dann am Ende steht. Hallo, Fokus. Hier ist der Fokus. Hier, hallo. Da, wo das Ganze drauf steht, ist halt auch alles hier ziemlich filigran gearbeitet. Huch, ziemlich filigran gearbeitet. Aber man kann den Star Wars Schriftzug so auf jeden Fall sehen. Ich hätte das Ganze jetzt natürlich auch wesentlich größer drucken können, dann hätte das aber wesentlich mehr Zeit in Anspruch genommen. Aber so ist auf jeden Fall schon mal ziemlich, ziemlich cool. Und auch, dass man, ja wie gesagt, das Druckbett hier so rausnehmen kann. Alles in allem muss ich sagen, ist es wirklich ein guter 3D-Drucker. Es ist ein solider 3D-Drucker. Man kann ihn sich einfach auf den Schreibtisch stellen, man kann damit sofort losdrucken. Und mir gefällt er wirklich sehr, sehr gut. Das Einzige, wo man halt eben wirklich für sich selbst überlegen muss, ob das eben das Richtige für einen ist oder nicht, ist halt eben der Preis. Das ist halt wirklich das Einzige, was ich, sage ich mal, an dem Produkt irgendwo auszusetzen habe. Ansonsten, das mit der App gefällt mir, dass mir eine Kamera halt eben direkt drauf zugreifen können. Wir können im Browser auch auf die Kamera zugreifen in dem Programm. Das habe ich jetzt eben nicht gezeigt, aber da könnt ihr einfach oben auf Drucker klicken und dann Drucker Webcam und dann könnt ihr auch die Webcam, also genau dasselbe, was ihr in der App seht, seht ihr dann im Browser. Auch richtig coole Sache. Wir haben eine USB-Schnittstelle, um quasi vom USB-Stick da einfach ja, unsere Dateien, 3D-Druckdateien drauf machen zu können. Wir können es per LAN anschließen. Das Ding ist verdammt leise. Ja? Das ist eines der größten Vorteile an diesem 3D-Drucker. Er ist sowas von leise. Da bin ich echt baff, wie leise der arbeiten kann. Deswegen benutze ich ihn auch hauptsächlich. Und was ich halt auch ziemlich cool finde, ist, dass man das Druckbett hier einfach rausnehmen kann. Hat einfach den Vorteil, ja klar, man kann es halt einfach rausnehmen, abkühlen lassen irgendwo und dann halt eben lösen, ein bisschen biegen und dann kann man das lösen. Und wenn jetzt natürlich der ein oder andere von euch kommen sollte, ja, aber das verbiegt sich dann doch bestimmt irgendwann so. Nein, ich habe jetzt wirklich über jetzt mehrere Wochen das Ding getestet und es ist wirklich so, es verbiegt sich nicht. Ja, und selbst wenn es sich verbiegen würde. Ihr sollt das Ding jetzt nicht einmal genau ne, so direkt durchbiegen, sondern ihr macht ja im Grunde genommen immer nur so ja, Biegebewegungen, aber biegt es nicht komplett durch. Und nichtsdestotrotz, auch durch den Magneten, zieht sich das sozusagen wieder ein bisschen gerade. Und wie gesagt, selbst wenn da mal irgendwas mit sein sollte, ihr habt mit dem Spachtel das irgendwie kaputt gemacht oder ihr habt es vielleicht zu sehr gebogen oder, dann braucht ihr im Grunde genommen nur einfach dieses Teil hier euch neu bei Sindo zu bestellen. Vielleicht gibt es da irgendwann einfach so ein Ersatzteile-Dings oder vielleicht kann man das bei eBay oder weiß ich nicht. Aber ihr braucht im Grunde genommen nur dieses eine Teil neu und der Rest ist noch tippitoppi, ja. Und das finde ich halt einfach ziemlich gut und es ist dann vor allen Dingen kein mega Stress und kein mega Aufwand, das, sage ich mal, auszutauschen, sondern wirklich einfach nur zack, neues, zack, bum, bang, fertig. Ja, das ist eben eine coole Sache. Es ist einfach, es funktioniert easy. Und ja, das gefällt mir halt wirklich sehr gut. Und was ich halt eben auch, wie gesagt, sehr, sehr, sehr cool finde, ist halt eben hier diese Filament, also dass das Nozzle halt eben sauber, dass die Nozzle sauber gemacht wird. Und hier sehen wir, ist auch schon wieder ein kleines Stückchen drin. Das finde ich wirklich sehr innovativ. Da wird wirklich mitgedacht. Das fand ich sehr, sehr, sehr cool. ja.
Mehr gibt es eigentlich dazu gar nicht zu sagen. Das sind alle Punkte, die mich persönlich hier an dem 3D-Drucker ansprechen. Wie gesagt, alles nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn euch der 3D-Drucker interessiert, könnt ihr euch ja da nochmal genauer die Specs angucken. Vielleicht ist der 3D-Drucker ja was für euch. Aber ja, ihr könnt euch gerne auch mal auf meinem Kanal umsehen. Dort habe ich noch weitere Reviews zu anderen 3D-Druckern, die auch wesentlich günstiger sind. Wenn da vielleicht was für euch dabei ist, ihr könnt halt einfach dann selber abstimmen, was für euch der richtige 3D-Drucker ist, weil genauso wie wir alle verschiedene Charaktere sind und Charaktere haben, so müssen wir natürlich auch jeder für uns selbst abstecken, wo sind unsere Maßstäbe, was ist für uns wichtig, und so hat jeder auch individuell für sich seinen persönlichen Lieblings-3D-Drucker, sage ich mal. Und das muss jeder von euch für sich selbst entscheiden. Dementsprechend biete ich hier einfach nur die Plattform, mehrere Reviews halt eben zu liefern. Und ihr könnt entscheiden, welcher 3D-Drucker euch am besten gefällt. Wie gesagt, unten nochmal alle Details zu diesem 3D-Drucker verlinkt. Und ich hoffe, euch hat das Review gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne mal ein Däumchen nach oben da. Würde ich mich wirklich sehr drüber freuen. Gerne könnt ihr in die Kommentare auch reinschreiben, ob ihr vielleicht auch mit diesem 3D-Drucker schon mal Erfahrungen gemacht habt. Oder, was mich natürlich auch persönlich interessieren würde, welcher 3D-Drucker für euch denn der beste ist. Weil vielleicht lasse ich mir auch mal einen der 3D-Drucker, vielleicht besorge ich mir auch mal einen von denen, die ihr in den Kommentaren erwähnt, um ihn einfach mal zu testen. Ich sage euch aber direkt vorab, ich bin absolut kein Fan von diesen 3D-Druckern, die man erst komplett aufbauen muss. Ich sage mal hier der Anycubic zum Beispiel, den kann man ja einfach... ja, links 4 Schrauben, rechts 4 Schrauben, dann ist das Ding fertig. Das ist für mich noch in Ordnung, aber so andere 3D-Drucker, die man wirklich mit jeder einzelnen Stange und so weiter und so fort, die braucht ihr gar nicht erst posten. Mag sein, dass die gut sind, aber für mich kommen die einfach komplett nicht in Frage. Aber solche Fertig-3D-Drucker, sage ich mal, könnt ihr mir gerne unten einfach posten, also den Namen davon. Bitte keine Links, die werden nämlich nicht zugelassen unter meinen Videos, die werden meistens sofort von meinem Filter, ja, geblockt. Von daher einfach, beziehungsweise doch im Forum könnt ihr die Links einfach posten. Unten in der Videobeschreibung ist natürlich auch wieder ein Forumbeitrag hier zu diesem 3D-Drucker, wo auch das Video nochmal verlinkt ist. Und dort im Forum könnt ihr auch gerne die Links zu den anderen 3D-Druckern posten und mir vielleicht auch nochmal ein kleines Statement dazu geben, was ihr von diesem 3D-Drucker haltet oder was dieser 3D-Drucker vielleicht besser macht als dieser. Oder generell, was ihr daran so gut findet. Das würde mich persönlich auf jeden Fall mega interessieren, wenn ihr das noch in die Kommentare schreiben könntet. Und ja, natürlich auch abonnieren wäre natürlich richtig eine coole Sache. Abonnieren auf YouTube ist kostenlos. Dafür müsst ihr einfach unter dem Video, seht ihr den Abo-Button, da könnt ihr einfach auf Abonnieren klicken. Und rechts daneben findet ihr noch die Glocke. Die könnt ihr auch kostenlos aktivieren. Dann verpasst ihr in Zukunft kein Video mehr hier, was auf diesem Kanal online kommt. Würde ich mich wirklich sehr drüber freuen. Und in diesem Sinne, ja, ich wünsche euch allen weiterhin noch ein preiswertes Smart Home. Haut da rein, bis zum nächsten Mal.